Hallo zusammen und herzlich willkommen bei uns im Garten-Gemüse-Kiosk. Heute geht es um die Physalis, ja, diese leckeren, kleinen, leuchtenden Früchtchen. Die haben wir schon seit ein paar Jahren bei uns im Anbau. Und mal hat es ganz gut geklappt, mal richtig gut und mal nicht so gut. Und dieses Jahr haben wir eine neue Sorte ausprobiert und wir haben das Ganze mit der Kamera begleitet. Also, schaut euch den Film an. Viel Spaß! Los geht's bei uns Anfang Januar, also sehr, sehr früh mit der Aussaat. Die Sorte, die wir diesmal haben, ist Schönbrunner Gold und die finden wir auch richtig gut, kann man jetzt zu Ende des Jahres sagen. Die Aussaat kommt natürlich in nährstoffarme Erde und die frühe Aussaat bei uns lohnt sich wirklich, weil die erste Ernte hatten wir schon Ende Juli bei den Pflanzen, die einen sehr sonnigen Platz hatten. Bei der Aussaat ist auf jeden Fall darauf zu achten, dass es sehr warm ist, also die Physalis haben es gerne warm, also ungefähr über 20 Grad dürfen es schon sein. Und dann konnten wir auch schon pikieren. Wenn man die Physalis so früh aussehen will, wie wir das jetzt machen, muss man auf jeden Fall gucken, dass man viel Beleuchtung hat, weil die Pflanze braucht auf jeden Fall Licht. Bei uns kommt ein Kunstlicht zum Einsatz. Bei uns sind es genau genommen diese LED-Panels, die wir euch auch schon mal in einem Video vorgestellt haben. Verlinken wir euch oben in den Infokarten, aber auch in der Infobox. Könnt ihr mal reinschauen, da ist auch der Link dazu, falls ihr sowas noch nicht habt und euch dafür interessiert. Und das ist auch das, was jetzt hier so merkwürdig violett aussieht im Film. Ab April war es dann soweit, dass wir sie so langsam mal an die echte Sonne gewöhnen wollten und Mitte April waren die schon so groß und ihr seht die ersten gelben Blätter, die brauchen neue Nährstoffe, deswegen haben wir die nochmal umgetopft. Weil abends gingen die dann nochmal ins Haus rein, also die sind nicht über Nacht draußen geblieben. Die Erde, in die wir die jetzt umgetopft haben, die hat natürlich jetzt etwas mehr Nährstoff, ist ja logisch. Diese Kisten sind so praktisch für den Transport und für die Handhabung, können wir echt nur empfehlen. Hier seht ihr einen der drei Standorte, die wir dieses Jahr genutzt haben. Das ist das Beet am Haus. Letztes Jahr hatten wir vermutlich zu viel Nährstoffe bei den Pflanzen, weil wir hatten da mehr Grün als Frucht. Das heißt, diesmal bekommen die Pflanzen weniger Nährstoffe und stehen aber auch hier trotzdem immer noch sehr sonnig. Konkret heißt das, die Erde wurde einfach aufgelockert, die Pflanzen kamen rein und extra eine Düngung gab es jetzt an der Stelle nicht. Der Pflanzstab kommt bei den jungen Pflanzen noch rein, damit sie eine Stütze haben vor sämtlichen Winden und Stürmen und was da sonst noch so passieren könnte. Dann wird jetzt eine Runde angegossen und zwar mit EMA-Wasser. Ihr seht schon, die ersten Blüten sind dran, die Pflanzen wachsen auch ganz gut und wir freuen uns jetzt schon auf die Ernte. Die Pflanzen stehen ungefähr jetzt in so einem Abstand von einem halben Meter und der einzige Dünger, wenn man so will, den die jetzt bekommen, ist der Rasenschnitt, mit dem der Gärtner das Beet jetzt mulcht. Und jetzt schaut euch das mal an, Anfang Juli sind die nicht gut gewachsen und da sind auch schon die ersten Fruchtstände dran. Zwar noch grün die Lampions, klar, aber sie sind schon dran. Und die ersten Früchte konnten wir tatsächlich Ende Juli schon ernten, ist das nicht irre? Aber man muss auch dazu sagen, dass die, wo wir so eine frühe Ernte einfahren konnten, auch einen besonders sonnigen Standort hatten. Also wir hatten jetzt im Endeffekt drei Standorte für die Pflanzen und konnten da feststellen, dass je mehr Sonne, desto besser ist die Pflanze gewachsen, desto eher hatte sie auch Früchte. Sehen die nicht lecker aus? Die Physalis-Pflanzen vor dem Haus, vor den Tomaten, die hatten Ende Juli noch keine reifen Früchte. Da war nicht ganz so viel Sonne dran, aber das hat auch nicht so lange auf sich warten lassen. Mitte August ging es dann auch hier los, dass wir hier ernten konnten. Und Mitte Oktober war die Ernte dann in vollem Gange. Auf unserem Blog gartengemüsekiosk.de findet ihr wie meistens auch zu diesem Video noch einen Blogbeitrag. Da sind noch mehr Informationen dabei und auch noch ein paar Bilder. Schaut doch einfach mal vorbei.
Physalis im eigenen Garten, weniger schwer als man vielleicht meint. Diese Sorte hat auf jeden Fall richtig gut geklappt. So ungefähr Mitte August konnten wir schon anfangen zu ernten und das geht locker bis in den Oktober, wer weiß, vielleicht sogar bis in den November hinein. Die sind riesengroß, die werden super klasse reif, also das sieht man an der richtig dunkelorangen Farbe und die sind sehr, sehr lecker. Also diese Sorte wird bei uns nächstes Jahr wieder ins Beet kommen, also wir werden im Januar aussehen und vielleicht kommt noch eine andere Sorte mit dazu. Schauen wir mal. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen und wir würden uns auch dafür interessieren, was eure Lieblings-Physalis-Sorten sind. Was habt ihr im Anbau? Wovon seid ihr begeistert? Schreibt es uns in die Kommentare, da würden wir uns richtig drüber freuen. Es kamen einige Fragen zu verschiedenen Sachen, was wir benutzen, was wir im Garten benutzen und. Und der Gärtner und ich haben uns überlegt, dass wir auf unserem Blog so eine Kategorie machen, die heißt unsere Empfehlung. Und da haben wir jede Menge Sachen aufgeführt, die wir benutzen, die wir auch gut finden, die wir euch da einfach mal zeigen. Und ja, wen es interessiert, schaut mal da rein. Wir haben da auch wirklich nur Sachen reingeschrieben, die wir benutzen, die wir auch wirklich weiterempfehlen können. Das haben wir euch hier oben verlinkt, also auf unserem Blog, in der Kategorie unsere Empfehlungen. Es kommen ja auch immer noch weitere Fragen und das finden wir auch richtig klasse, weil ihr wisst, wir mögen den Austausch sehr gerne. Und hier unten haben wir für euch nochmal unsere FAQ-Videos verlinkt. Also es werden ja immer mehr. Ich glaube, es sind jetzt gerade 3 oder 4 oder 5 abgedreht. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall kommen in der Playlist FAQ immer wieder neue dazu. Wenn ihr es noch nicht getan habt und wenn ihr immer neue Videos von uns mitbekommen möchtet, dann könnt ihr hier unseren Kanal, unsere Videos kostenlos abonnieren. Also frohes Garteln, frohes Schaffen, bis zum nächsten Mal und guten Appetit! Thank you.